Ja, hallihallo und herzlich willkommen hier bei The Noobs Kanal. Ich bin der Tenchi und heute spielen wir, oder ich fange wieder mal, ja, wieder mal ein neues Projekt an. Und zwar, es ist einfach nur Game Dev Tycoon. Ja, ein sehr schönes kleines Spiel. Danke an Tom, dass du mich wieder darauf aufmerksam gemacht hast. Also ich kannte das Spiel schon etwas länger, nur damals, wenn ich mich richtig erinnere, gab es das Spiel nur für Windows 8 Benutzer. Aber dadurch, dass ich mich ja weigere, Windows 8 zu verwenden, freue ich mich, dass es jetzt auch anscheinend, vielleicht schon länger, weiß ich nicht, für Windows 7 auch existiert, auch für Linux, für alle Linux-Anhänger. Ja, das Spiel, ja, es ist wieder ein Projekt, das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man einen Haufen Projekte gleichzeitig hat, aber ich mache es einfach so. Dieses Spiel, da muss ich jetzt nicht die Leute fragen, wie machen wir das denn oder so, sondern ich kann das einfach mal ein paar Folgen schön lang am Stück aufnehmen und habe sozusagen sehr viel vorproduziert und werde das wahrscheinlich nur einmal spielen und dementsprechend, glaube ich, wird das gar nicht so sehr stören, wenn ich das einfach mal längere Zeit, mehrere Folgen aufnehme. Heute vielleicht noch nicht ganz, aber die Tage werde ich dann einfach mal eine längere Aufnahmesession machen und dann geht das schon. Gut, Game Dev Tycoon, um was geht's? Ganz einfach, wir müssen eine Spielefirma aufziehen. Das hier ist eine Garage, unsere Garage und ja, ich bin auf einmal mittendrin. Ich würde einfach neu, wir machen neu. So, das Tutorial werden wir überspringen, denn ich habe das Spiel schon ja, etwas länger gespielt. Und ja, im Prinzip, wir fangen mit unserer Spielefirma in einer kleinen Garage an. Das Spiel dauert ungefähr so 30 Jahre, dann entwickelt sich nicht zwar weiter, man kann danach aber auch immerhin trotzdem weiterspielen, aber es werden keine historischen Ereignisse mehr bekannt gegeben. So, hier oben sehen wir das Jahr, den Monat und die Woche. Die Zeit läuft permanent. Was ich ein bisschen schade finde, die geht recht schnell vorbei. So, bevor wir können starten, ihr müsst einen Company-Name machen. Ja, wie könnten wir uns nennen? Ja, wie immer, Weltraum. Weltraum-Player ist natürlich der Benji. Oder wir nennen es vielleicht doch, nicht Techni. Ich sehe gerade meine Tastatur nicht. Tenchi, sehr schön. Männlich, vielleicht mal was Weibliches? Tenchi als Weibchen, warum auch nicht? Wir nennen es vielleicht The Noobs. Oder The Noobs? Nein, Weltraum klingt irgendwie cooler. Weltraum. Und ja, was für Haare? Gibt es ja sehr interessante Dinger. So schwarze und ja, man kann auch ein T-Shirt auswählen. Hier nehmen wir einfach was Helles und dann geht's auch schon los. Ah, ich hätte vielleicht noch auf Dings. So, jetzt muss ich natürlich sagen, wo man speichert. Hier, das habe ich mal gespielt. Einfach hier, ne? Fertig, Company Name. Do you want to provide this? Yes. So. Ach so, ja. Gut. Wieso habe ich denn das Tutorial jetzt drin? Ich habe doch auf Skip gedrückt. Nein. Jetzt haben wir echt tatsächlich das Tutorial drin. Ja, das nervt mich ja schon wieder ein bisschen. Gut. Also, wie man sieht, die Zeit läuft schon runter. Wir sind schon in Woche 3 gleich so. Und wir haben monatliche Kosten von 8.000. So, 70.000 haben wir, 8.000 monatliche Kosten. Und ein Monat ist natürlich bekannterweise vorbei, wenn 4 Wochen vorbei sind. Dementsprechend sollten wir anfangen, ein kleines Spiel zu entwickeln. Und dafür drücken wir irgendwo hin und drücken auf New Game erstellen. So. Am Anfang haben wir noch nicht so viele Themen, die wir verwenden können und wir werden, so wie ich immer anfange, ganz am Anfang ein Sportspiel machen und wir nennen es, MLB, wie kommt's, ich weiß es nicht. So, wir machen also eine Sportsimulation machen wir und für was? Entweder für den G64, wem kommt das bekannt vor? Ja, vielleicht könnte man aus dem G1C machen. Oder für den PC. Der Unterschied ist, mit der G64 hat natürlich mehr Marktanteil, 56%. Der PC nur 43%. Aber dafür kosten die Entwicklungskosten für den G64 sind 20.000, beim PC plus 5.000. Und tja, ich gehe für auf den PC, auch wenn er weniger Marktanteile hat. Und vielleicht wird der G64 auch irgendwann den Markt komplett übernehmen, aber ich gehe das Risiko mal ein und denke mal, PC ist ganz gut. So, textbasierende Sportsimulation ist vielleicht ein bisschen langweilig, deswegen nehmen wir unsere neueste 2D-Grafik-Version 1. Kostet uns dann nochmal 10.000 extra und dann drücken wir drauf. So, dann macht sie was und hier oben sieht man schon, die Punkte, die dann rauskommen, verteilen sich dann auf Design und auf der Technologie und manchmal werden auch mal ein paar Bugs produziert. Gut. Jetzt dürfen wir uns entscheiden. Wir haben eine Sportsimulation.
Auf was gehen wir da? Also die Quest und Story ist mir dann eigentlich echt scheißegal. Gameplay und Engine, das sind glaube ich die Dinge, die ich doch ein bisschen höher ziehe. Und jetzt sehen wir unten den Anteil. Und Gameplay ist vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger. Machen wir es gleich mal vielleicht so. Schönes Gameplay, das muss schön hoch sein. Story ist uns eigentlich echt wirklich egal. So, hier sieht man, wie er jetzt entwickelt. Technologiepunkte werden reingesetzt, Designpunkte, auch ein Bug wurde schon produziert, auch schon zwei Bugs. Und jetzt kommt der nächste Stage. Und zwar Level-Design, Dialoge und ja, intelligent würde ich mal sagen, dass die künstliche Intelligenz sollte schon hoch sein bei einer Simulation, gerade beim Sportspielen und so. Dialoge brauchen wir eigentlich weniger. Level-Design, naja, schöne Stadien, warum nicht? Aber ich glaube, so kann man das machen. Ja, und so, also es sieht sehr simpel aus, man kann aber noch vieles machen. Zum Beispiel werden hier ein paar Research Points auch generiert. Damit können wir später noch was erforschen und die Bugs, ja, Bugs sind halt kacke. So, jetzt haben wir das, was natürlich auch sehr interessant ist, Sound, Grafik oder World Design. Die Grafik sollten wir mal schön hochschrauben. Wir haben Basic Sounds, kann ich auch ausmachen, aber Sounds wäre schon ganz wär nicht schlecht. Kostet uns aber nochmal 5000. Und ja, World Design vielleicht ein bisschen höher. So, und ja, Sound, der ist nicht so wichtig. Gut, dann. Dadurch dürfte unser Spiel jetzt gleich fertig sein. So, jetzt haben wir natürlich ein paar Bugs, 7 Bugs haben wir produziert. Und jetzt ist das Spiel fertig, aber wir können natürlich noch abwarten, bis die Bugs bereinigt sind. Das dauert auch noch ein bisschen. Und manchmal schafft sie es auch noch ein bisschen Designpunkte oder ein paar Technologiepunkte. Oh, sehr schön. Danke, dass du das für mich machst, gerade beim Erklären noch zu produzieren. Ja, dann sind wir fertig. So, dann gibt es jetzt hier so eine Art Level-System. Hier, da bekommen wir nochmal Bonus, weil wir ein neues Thema und eine coole Kombo gemacht haben. Und dann sieht man jetzt hier Erfahrungspunkte, die verteilt wird. Aber wir haben halt noch kein Level abbekommen durch das eine Spiel. Aber jetzt veröffentlichen wir es mal. So. Jetzt kommen natürlich die coolen Leute hier, die coolen Spielemagazine, die unser Spiel natürlich zerreißen werden. Wir werden sehen, was sie sagen. Na, eine 6, ja. Sie sagen zum Beispiel, künstliche Intelligenz ist sehr gut gewesen, dass wir uns darauf spezialisiert haben. So, Informer Games, sie mögen es, Game Hero sagt wunderbar und Cult of Pimor, ja, hätte mehr sein können, sagt All Games, ist mir egal, 6, 6, 7 und 6. Ist eine doch nur recht akzeptable Benotung. Und jetzt kommt sie halt auf den Markt. Und jetzt sagen sie uns, ja hier, Weltraum hat das erste Spiel auf den Markt gebracht. Und wir hoffen, dass wir viele Fans bekommen. Wir haben momentan 0 Fans. Und das ist der erste Wochenverkauf. 3000, 4000 und 3. Naja, wir sind in den Nummer 77 in den Charts aufgestiegen. Haben 4000 Units schon verkauft. So, jeder dieser Balken ist schon mal eine Woche. Wir haben schon 26 Fans haben wir bekommen in der Woche. Das ist eigentlich nicht schlecht. Und wir haben halt 30.000 Geld gemacht. So, was kann man denn jetzt nebenbei... Also, jetzt haben wir gerade nichts zu tun. Dann würde ich sagen, wir machen gleich noch ein Spiel hinterher. Denn das Spiel wird sich nicht ewig verkaufen. Also, jetzt werden wir... eine Space-Simulation. Oder... Ja, machen wir mal eine coole Space-Simulation oder Strategie. Ein Space-Strategiespiel? Eine Space-Strategie nennen wir es. Aha, Tom, ich grüße dich. Deep Space. Klauen wir es einfach mal, was Tom so gemacht hat. So, wieder für den PC. Das ist nicht so teuer. 15.000 kostet es immerhin schon. Und ja, Deep Space. Gute Grafik, die nehmen wir natürlich nochmal. Und schon einen Bug produziert, sehr schön. Und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen abändern. Also, ein Strategiespiel braucht natürlich auch nicht viel Quest. Da ist die Engine und die Gameplay ist, glaube ich, dann auch wieder ganz gut, wenn wir das so machen. Das muss einfach mal so. Dann. Oh, wir haben, also MRB wurde schon 10.000 Mal verkauft. Das geht in die Weltraumgeschichte ein. Das finde ich mal gut. Wir haben 82.000 haben wir jetzt. So, wir produzieren natürlich jetzt noch Deep Space. Und wenn sie sich kratzen muss, da braucht sie etwas länger bei der Produktion. So, Strategiespiel an sich ist eigentlich fast das Gleiche. Die Dialoge sind egal, Level-Design ist recht wichtig und das ist eigentlich auch ganz wichtig. Lass mal einfach so. Warum nicht? Blub, 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 blub. Ja, Designpunkte werden einige verteilt. Das hat man vorhin, das habe ich nicht aufgepasst. So, Sound lassen wir, Grafik, Word-Design, wenn wir ein bisschen über die Grafik schieben. So, vielleicht, so. Und okay.
machen wir es fertig, das Spielchen. So, an sich, ja, das sieht sehr einfach, alles sehr einfach, sieht einfach, sehr einfach aus. So, MLB ist vom Markt gerutscht, wir haben 4.800 Units verkauft, haben 103.000 plus gemacht, also verdient sozusagen Umsatz, natürlich haben wir immer unsere Kosten. So, die Bugs werden behoben. Noch ein Designpunkt vielleicht, ein Technologiepunkt, ja, noch ein Technologiepunkt, nein. Oh. So, der Govodore G64, ja, ist um einiges besser und verkauft sich besser als der PC, weil der PC teurer ist und so, und das ist alles billiger. Und ja, sehr schön. Die Experten sagen, dass... Ist mit bis End of... Die Experten sagen, dass das wahrscheinlich so sein wird, dass der G64 den PC irgendwann komplett vom Markt drängen wird. Wir werden sehen, ob das auch so wird, ob das auch so sein wird. Ich meine, wir wissen es ja mittlerweile besser. Ja, neuer Rekord. Das wird ein super Spiel. New Topic, New Combo. Great Combo, sehr schön. Und? Aber das wird noch nicht reichen, um ein Level abzubekommen. Aber wir werden das Game mal rausschmeißen. So. Mal schauen, was passiert. Was sagen denn die Kritiker dazu? Oh, das sieht ganz... eine 7. Der sagt wieder das Gleiche von Stargames. Die freuen sich immer bei künstlicher Intelligenz. Nice Experience. Also eine schöne Erfahrung von Informed Gamer. Ein gutes Spiel. Und komm, du sagst auch noch was Gutes. Eine 6, eine 7. Beautiful, sehr schön. Eine glatte 7 bekommen. Das wird sich gut verkaufen. Nehme ich an, hoffe ich doch. Gut, so, jetzt sehen wir, oh ja, ja, 6, irgendwas Verkauf gleich am Anfang. Jetzt kommt der Kontaktworker. Er sagt, er hat das Spiel Deep Space gerade zu Ende gespielt und ist sehr begeistert davon. Und er möchte uns gerne, unsere Erfahrung möchte er gerne ausborgen. Und jetzt können wir nämlich für jemanden, also für ihn arbeiten. So, Kontaktwirt. Wir könnten jetzt hier sowas annehmen. Und sowas machen wie Basic-Programm schreiben und hier eine Animation von einem Logo erstellen und so eine Sache und kriegen dafür halt ein bisschen Geld. Wenn wir es nicht schaffen, das sind nämlich diese Punkte hier, die müssen dann nach oben gehen. Und wenn wir es nicht schaffen in der Zeit, zahlen wir Strafe oder wir bekommen ein bisschen Geld. Ist mir aber eigentlich egal. Ich würde gerne ein Spiel programmieren. Und zwar möchte ich auch gerne zeigen, was es jetzt mit den Research-Punkten aus sich hat. So. Und zwar, hier kann man sowas ja, erforschen. Zum Beispiel ein neues Topic. Fantasy, Sci-Fi, Piratenspiel. Also ich möchte es ja nicht wie Tom machen, aber ich würde schon gern auch ein Piratenspiel machen. Obwohl, ein Racing Game oder ein Fantasy Game? Fantasy. Ich glaube, ich nehme Fantasy Game. Sci-Fi. Ich mag ja Sci-Fi-Sachen so. Jetzt können wir halt Sci-Fi als neues Thema erforschen. Das dauert ein bisschen. Aber wir verkaufen ja Deep Space ganz gut. 140.000 Cash haben wir jetzt schon. Nicht schlecht. Dann werden wir jetzt noch ein Spiel produzieren und dann schauen wir uns mal an, wie es aussieht, wenn wir unsere eigene Engine machen. Jetzt haben wir gerade FPS anbrüchig. Ich weiß gar nicht warum. Okay. Ja. Und dann heißt es wieder mal, neues Spiel entwickeln. Wie nennen wir denn? Was machen wir denn überhaupt für eins? Ein Sci-Fi-Adventure? Sci-Fi-Action machen wir mal. Sci-Fi-Action oder Simulation? Sci-Fi? Nein, Sci-Fi-Action machen wir mal. Ich bin ganz schlecht in Namen ausdenken. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Ich nenne es einfach mal Aliens from Earth. Sehr schön. Das ist gut, das ist gut. Für den PC natürlich, weil kostet mir zu viel. So, wir haben natürlich nicht viel zu außer. Ja, die 2D-Grafik wieder mal. Oh, hier haben wir eine neue News. Es gibt Gerüchte, dass Nintendo eine neue Gaming-Konsole rausbringen möchte. Nintendo ist sehr bekannt von Dinky King. Dinky King. Ja, ist ein Arcade-Game. Dinky King. Ja, viele Experten denken, dass Konsolen, Home-Konsolen, dass sie nicht wirklich reisen werden in Zukunft. So. Wir haben ja eine Action. Ja, was brauchen wir? Action schon mit Story. Ja, ein bisschen Story können wir reinmachen. Engine. Im Prinzip ja eigentlich fast das Gleiche. Also, So, gib mir Research-Punkte. Ganz viele, bitte. Ganz viele. Ich brauche 50, brauche ich. So, Level-Design ist hier natürlich besser. Und die Dialoge vielleicht ein bisschen.
Ja, die Intelligenz vielleicht nicht ganz so wichtig, aber Level-Design auf jeden Fall. Ist immerhin ein ja, Action-Shooter-Dingsbums. Bam, 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 alles wegknallen. Ja, im Prinzip, das habe ich glaube ich schon tausendmal jetzt gesagt. Grafik muss hoch. Habe ich schon tausendmal gesagt, aber ich sag's nochmal, es ist ein sehr simples Spiel, zumindest am Anfang. Und man kann aber auch sehr viel erforschen und in ein neues Büro umziehen und alles. Und das wird noch ein bisschen cooler. So, 15.000 Units haben wir verkauft und 107, ja. Läuft ganz gut mittlerweile. Und das Spiel ist fertig, bis auf die Bugs, die müssen jetzt noch schnell weg. So, wenn wir jetzt uns nämlich verkalkulieren, dann gehen wir ganz schnell pleite. Wäre nicht gut, wäre nicht so schön. So, fertig. Oh, da kam jetzt noch ein Designpunkt, sehr schön, nehmen wir mit. Der ist jetzt nicht, oh. Today, Nintendo hat ihre Gerüchte bestätigt und zeigen die neue Game-Konsole, die TES. Hm, sieht irgendwie sehr bekannt aus. Die benutzen dann Cartridges, also Module, so zum Reinstecken, Spielmodule. Ja, wir kriegen ein paar Level-Ups in fast jedem Bereich, bis auf Story und Dialoge. Aber wer braucht sowas schon? Gut, dann, das Spiel ist draußen. Wir warten auf den Experten. Ja. Und, was sagen sie? Aliens from Earth ist bestimmt sehr gut. Komm, das ist ein sehr schönes Spiel, ne? Eine 6. Es zeigt Potenzial von Stargames. Not bad, not good. Okay, was sagen die Nächsten? Mäh. Oh Gott, ist ein schlechtes Spiel, würde ich sagen. Da werden wir wahrscheinlich ein paar Fans verlieren, oder? Wir bekommen ein paar Fans. Wir haben schon 191 Fans. Wir sind halt eine sehr kleine Firma. Und wer hat das jetzt verkauft? Researchen wir mal Custom Game Engine. Das, wenn wir das nämlich erforschen, danach können wir unsere eigene Engine erstellen. Aber wir müssen es natürlich erstmal erforschen. So. Ja, die Verkaufszahlen sind nicht besonders. Wie sieht es mit den Fans? Aber wir bekommen ein paar Fans dazu. Also es ist nicht so ein schlechtes Spiel. Die Fans rennen uns auf jeden Fall nicht weg. Das ist schon mal gut. Ja, besonders viel ist es nicht. Aber wir bekommen ein bisschen Geld für die Engine. Das ist gut. So, Research Custom Game Engine. So, sehr schön. Dann werden wir jetzt gleich mal schauen, ob wir eine herstellen können. Und zwar nenne ich die immer gerne so Weltraum 1. Oh, wir haben schon 2D-Grafik Version 2. Das wird also total geil. Mono Sound, sehr schön. Lineare Story und Safe Game. Ja, 120.000 kostet uns diese Engine. Und wir haben 168.000. Das wird knapp. Da müssen wir noch ein ganz gutes Spiel dann raushauen. Und jetzt baut sie uns eine Engine. Und ich muss meinen Kommentarstil ein bisschen überbedenken, weil meine Stimme echt abkackt. Ich trinke mal so schnell mal was. Hab ich ja noch was drin? Ja, lecker. Ah, so, der Mono-Sound wird programmiert. Aliens from Earth is now off the market. So, ja, 58.000 haben wir bloß gemacht. Uiuiui. Und es sieht so aus, dass man im Spiel nicht pleite gehen könnte, aber es ist doch, es ist manchmal echt knapp. Aber ich glaube, das geht sich ja alles noch aus. Ach, verdammt. Hi, Tom. Junior Game ist fertig. Hier, die Game Engine haben wir fertig und jetzt werden wir noch ganz schnell ein Spiel machen. Und zwar würde ich gerne... Haben wir nicht Fantasy? Ne, Sci-Fi haben wir ja vor uns gemacht. Dann machen wir ein Mittelalter... Was mache ich denn? Ein mittelalterliches Strategiespiel. Ja, mittelalterliches Strategiespiel. Warum nicht? Es nennen wir... Ja, wie nennen wir das denn? Uralt. Uralt nennen wir das. Und zwar Pick Game Engine. Jetzt können wir nicht die Engine hier auswählen. Weltraum 1. Kostet uns 15.000, so wie immer. Aber jetzt können wir natürlich unsere neue Grafik-Engine einstellen, die 30.000 kostet. Eieieiei. Das kostet 35.000. 48.000,5 haben wir nur noch. Das wird eine Weile dauern. Also es kann sein, dass wir kurz ins Minus rutschen. Aber ich hoffe mal, dass wir es trotzdem schaffen. So, die neue TS von Nintendo ist rausgekommen. Ja, jetzt können wir theoretisch, weil die Nintendo rausgekommen ist, ein Gamepad erforschen. Aber... Ja, wir brauchen schon Gamepads. So, uralt, kostet uns einen Haufen Knete. Wir haben bloß noch 13.000 und jetzt können wir einstellen. Ach, jetzt wird's knapp. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, könnte ich jetzt, das ist ja ein Strategiespiel, ich könnte aber in den Story-Quests und in den Engine könnte ich jetzt noch lineare Story reinmachen und Save-Games. Das kostet aber 15.000. Also bis 10. Wir können noch einen Kredit von der Bank aufnehmen, sehe ich, denke ich gerade so. Das heißt, Strategiespiel... Ja, Story und so ist eigentlich gar nicht so wichtig. Gameplay ist, glaube ich, ganz gut. Gut. Ja, wir sind im roten Zahlen.
Bis minus 50.000 dürfen wir gehen, dann sind wir bankrott. Aber ich glaube, das schaffen wir auch so, da rauszukommen, ohne vielleicht einen Kredit aufnehmen zu müssen. So, Strategiespiel brauchen wir natürlich sehr viel Intelligenz. Level Design. Ja, so. Strategiespiele sind immer schön. So. Jupp, 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 jupp. So, was haben wir hier? Mono-Sound nehmen wir natürlich mit rein. Kostet uns zwar ein bisschen mehr, aber hey, immer das Beste. Immer schön das Beste. Grafik, World Design. World Design ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger als Grafik, zumindest im Strategiespiel. Okay. Dann schauen wir mal, was da jetzt rausgekommen ist, abgesehen von den Bugs. Also, wir sind schon bei minus 27.000. So, schnell noch die Bugs wegmachen. Also, das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt hier geworden, wie man sieht. Da kommt noch ein, noch was. Noch was? Nein? Okay, dann finishen wir das mal. Und mal sehen, was rauskommt. So, zwei Rekorde. Create Combo, Level Up, Story und Dialoge. Und Sound ist auch noch im Level Up. Und dann. Oh, jetzt kann man Joystick auch erforschen, wenn wir denn wollen. So, was sagen denn die Kritiker? Uralt. Okay. Oh, das sieht gut aus. Und eine 8, eine 8. Ah, very good. Ja, gut, eine 8. Ich hätte zwar gerne 10 und sowas, aber hey, eine 8 ist auch nicht schlecht. Ja, Informed Gamer liebt es. Was haben wir noch? Eine 9. Die können gar nicht warten, bis die Fortsetzung kommt. Was, eine 6, eine 7? Ey, du fällst aber ganz schön aus dem Rahmen, All Games. Gut, ja, wird uns auf jeden Fall hoffentlich wieder rausschießen. Wie viel verkaufen wir am ersten Tag? 6 war unser höchstes. Ja, 6, 7. 6, 7, wenn ich mir nicht richtig gucke. Und wir sind im Plus, wir sind im Plus. Dann werden wir jetzt noch irgendwas hinterherhauen müssen, weil das wird uns nicht reichen. Aber erstmal researchen wir noch ein bisschen was. So, das Problem ist ja zum Beispiel, ich könnte zum Beispiel Joystick und Gamepad erforschen. Das Problem ist dann, wir müssen eine neue Engine erstellen, wo dann das Gamepad und der Joystick mit rein integriert ist. Und das hat uns ja 120.000 gekostet. Allein das für die Engine vorhin jetzt, wenn wir die nochmal machen würden, mit den zusätzlichen Sachen, hätten wird man wahrscheinlich auf 130.000 kommen. Und ist etwas viel. So, ein Wildwester-Adventure vielleicht? Nee, Piraten-Adventure machen wir. Das nenne ich dann One Piece. So, uralt. Ja, ist ein Hit bei den Spielern. Ja, da freuen wir so und da freuen wir uns. Ja, ist gut raus, ist ein gutes Spiel geworden. Nicht schlecht. Sehr schön, freut mich. Gut, wie sieht's aus? Ja, Piraten haben wir raus, haben wir es geschafft. Dann werden wir jetzt mal erforschen, wie One Piece. Bauen wir jetzt, nicht erforschen. Und wir sind schon bei 22 Minuten. Dann würde ich sagen, One Piece machen wir im nächsten Part. Sehr schön, gut. Ich war der Tenshi von Sinoobs Kanal und wir sehen uns dann im zweiten Part von Game Dev Tycoon. Bis dann, tschüssi.